Herzlich willkommen zurück hier bei Kuhmann und Minecraft. Wie schön, ein neuer Tag beginnt und ja, es gewittert nur im Sound und nicht bei mir im Spiel. Das ist doch immer schön. Super, wunderbar. Wir haben letztes Mal das Dachgeschoss begonnen. Ja, wir können es auch wegschmeißen. Von dem her, kein Problem. So, komm jetzt. So, und ich habe mich entschieden, wir werden auf diese Breite gehen. Das heißt, hier müssen wir noch einen Balken setzen. Ein Trägerstück. Hier auch. Und dann haben wir... Warte mal kurz, ich glaube, die Musik ist nicht so passend. Nee, gefällt mir nicht. So, gehen wir weiter. So, hier haben wir noch einen Block. Sehr schön. Dann haben wir ja immer die Fackeln hier gehabt. Wir machen hier trotzdem noch eine. Nicht, dass es zu dunkel wird in der Nacht. Gut, dann wäre das die Zielbreite, die wir hier haben. Drei Stück. Dann sind wir ein bisschen überragend. Also im Vergleich zum unteren Geschoss. Und das gibt dann eine nette Form für ein Häuschen, denke ich mir. So. Machen wir das schön hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Konzentration. Ihr merkt es schon. Nochmal. Und... Das wird cool. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Mein kleines Haus. Und nachher, würde ich mal sagen, ist es dann auch mal Zeit, dass wir uns um die Verpflegung kümmern. Dann würde ich sagen, wir müssen dringend irgendwo hier mal sowas wie Eisen haben. Weil mit dem Eisen könnten wir dann entsprechend Wasser transportieren. Ich meine, unser Wassergarten da vorne ist eine gute Idee, aber ich denke, das könnte auch ein bisschen noch effizienter sein als nur so Lauwasser, also ganz wenig. So, schon wieder fertig hier. Dann nehmen wir diese hier noch und machen aus denen auch nochmal Oak Logs oder Planks. So. Jetzt ist die Musik so leise jetzt gerade. Aber ich denke, das liegt nur an dem einen Stück hier. So. So, dann machen wir das noch ein bisschen überstehend hier. Genau. Perfekt. So, sehr schön. Haben wir noch die Loks an sich, haben wir auch noch. Können wir nämlich hier noch eins ansetzen. Das Trägerstück. Hier. Und hier. So, genau. Und dasselbe Spiel auf der anderen Seite. Das haben wir. Haben wir auch. Und das hier. So. Ein Ei, das holen wir uns. Haben wir schon zwei Eier. Erstaunlich. Sehr gut. Jetzt kann man natürlich hier sagen, wir bescheißen hier ein bisschen. Wir machen aus diesem Wasser Felder. Bei Eisen, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Und zum späteren Zeitpunkt muss man dann auch sagen, da unten gibt es sicher Eisen. Irgendwo. Oder haben wir schon Eisen? Das Chicken ist okay. Das darf hier durch.
interessant. Wie sieht's denn hier aus? Wie beginnt diese Schlucht? Diese Schlucht kommt hier einfach so aus dem Berg raus. Geht dann da nach hinten. Hier ist Gravel. Das ist schön. Haben wir auch eine Spitzhacke? Nur die hölzerne? Da hätten wir immerhin schon mal Stein. Hier haben wir Clay, das ist auch okay. Das wird noch schöner, das Haus. Aber so fürs Erste nicht allzu schlecht. Aber ich bräuchte einen Kessel. Und für einen Kessel bräuchten wir Eisen. Von dem her überlege ich mir jetzt wirklich gerade, ob wir vielleicht... Wie sieht es denn hier unten aus? Kohle. Müssen wir aufpassen, dass uns die Luft nicht ausgeht. Ach, geht das lange hier. Immerhin schon mal Kohle, nehmen wir mit. Aber das ist wirklich nicht so schön hier unter Wasser. Ah, ich sterbe noch. Ich brauche Brot. Wo haben wir das Brot? Hier oben. Super. Das wird jetzt noch challengig. Wie machen wir hier weiter? Vielleicht hier nochmal so... Hm. Ich meine, wir haben jetzt schon noch ein bisschen. Aber Eisen haben wir gar nichts. Geschweige denn Ofen. Oder? Wie sieht es hier aus? Nee, das ist Cobblestone. Ein Stück, das ist nicht so viel. Okay. Dann bräuchten wir vielleicht dann noch mehr Lagerfläche. Ja, ich sehe schon. Jetzt wird es knapp langsam. Gut, also lass mich mal überlegen. Wie gehen wir hier vor? Und zwar würde ich sagen... Treppenholz, lass mal ein bisschen alles hier. Kohle, ein Stück, das nützt nicht wirklich, wirklich viel. Immerhin haben wir das hier. Holz nehmen wir ein bisschen was mit. Leitern haben wir 5 Stück. Bringt uns das was, ist die Frage. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Brot nehmen wir mit. Ei lassen wir hier. Stickies nehmen wir mit. 13 Stück. Wir müssen dann wirklich langsam mal gucken, dass wir vielleicht morgen früh, das heißt, wir würden noch mal schlafen und dann gehen wir morgen früh mal so in Richtung von Schlucht. Oder gucken, ob es da irgendwo eine Höhle gibt oder irgendwas, wo wir auf einfache Weise, Dings bekommen würden. Komm, wir nehmen mal das Stack hier. Wo wir auf einfache Weise ja, 18 ist eh zu wenig, das kann ich jetzt schon sagen. Wo wir auf einfache Weise irgendwie machen wir nochmal weg mit dem. Machen wir erst Holz nochmal. 64, gut, das ist okay. Dann, wo haben wir die Stickies? Das
So 42, mal gucken. Wenn es noch einigermaßen hell ist. Wo ist hier das Ding? So. Machen wir das schon mal ein bisschen dichter hier. Ich bin dichter. So, Sonne geht unter, wir gehen schlafen. Nicht, dass die Monster wiederkommen. Gut, hätten wir das ja zeitlich ganz kurz überwunden. Und jetzt machen wir es so. Haben wir hier noch Wolle? Haben wir natürlich nicht. Das Bett will ich nicht abbauen, weil wenn wir das Bett abbauen und wir würden sterben, wäre das ein Problem. Gut. Wir haben Holzspitzhacke, alles ist hier. Da gehen wir mal da hinten durch und gucken, was hier im Wald sich noch versteckt. Das sind schöne Blumen, hä? Finden wir hier eine Höhle? Ein Wasserloch? Ist okay. Lava höre ich. Dunkel, gefällt mir nicht. Hier könnten Monster sein. Oh. Spannend. Hier gibt es schon mal Kohle, das ist okay. Vielleicht ist die Natur gnädig mit uns. Hat noch ein bisschen Eisen. Einen Stein kann man auch mitnehmen. Ja, jetzt geht's ans Ressourcensuchen, wirklich. Und ich muss immer schön die Tageszeit im Auge behalten. Weil ich möchte hier nicht unbedingt im Dunkeln dann durch den Wald laufen müssen. Wenn wir da ein bisschen Stein haben, dann können wir uns eine Steinspitzhacke machen. Das würde bedeuten, wir brauchen 6 Stück Cobblestone. Drei, vier, zack, zack, komm. Nehmen wir alles mit. Vielleicht noch ein bisschen mehr, damit wir einen Ofen bauen können. Das wäre schon schön. So, was hat's denn an diesem Felsen sonst noch? Nicht viel. Wäre auch ein schöner Platz gewesen für eine Burg. Aber wahrscheinlich müssen wir für unsere Burg, wenn ihr euch denn unten im Chat für eine Burg entscheidet, was bezüglich Forschungslabor und so, dann ja, müssen wir dann früher oder später sowieso den ganzen Berg abbauen, sehe ich kommen. So. Komm. Dann haben wir noch eine hier. Die ist auch nicht mehr so fit. Aber ich denke, damit könnte man schon mal gewisse Grundbedürfnisse in Sachen Stein hinter sich bringen. So.
ich würde sagen, wir übertreiben es heute auch nicht. Gehen eher schneller wieder heim. Schön vorsichtig. Weil ihr wisst ja, die Monster. Die Monster sind hier. So. Boing. So, hier schön zwischen den Pilzen durch. So. Schon wieder ein Ei. Sehr schön. Also hier in der näheren Umgebung Richtung Westen war jetzt nichts, hä? Aber ja, ich meine, meine Erfahrung. Hm? Gut, hier haben wir die Baustelle. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier bitte auch dann gleich mal den Backofen. So, den machen wir so. Und da brauchen wir aber nur einen. Sehr schön. Zack, nee, was? Den nehmen wir so runter. Hier. Der Backofen steht. Der Backofen steht. Super. Dann tun wir hier vielleicht sagen, wir nehmen nochmal die Stickies. Wo haben wir denn die Stickies? Dann. Spitzhacke, hm? Gut, wir haben eine. Zwei, drei. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist gut. Dann haben wir das hier so. Ein bisschen Ordnung reinbringen. Stickies legen wir aufeinander. Das ist okay. Dann nochmal so eine hier. Dann können wir auch gucken. Hier eine Schaufel. Das sind einfach so ein bisschen die Dinger, die wir jetzt am Anfang sicher mehr brauchen werden. So. Sehr schön. Und hier für den Notfall hätten wir dann noch weitere Schaufeln über. So. Dann das hier rein. Das tun wir hier so rein. Drei Stück, das gibt ja nochmal ein Brot. Das ist super. Die wachsen einfach zu langsam da. Ich brauche wirklich Eisen. Drei Stück Eisen wären wahnsinnig toll. Drei Stück Eisen würde ich mit Handkuss nehmen. Jetzt können wir hier noch gucken, was in die Richtung kommt. Die Schweinsche. Hallo Schweine, hallo Mu. Ein Pferd. Oh. Das hilft uns früher oder später sicher auch noch. Hier hat es eine Höhle irgendwo. Hi. Schön. Oh. Wir haben Glück. Sehr schön. Eins, zwei. So viel Eisen. Wir haben wirklich Glück. Ich sag's euch. Ich bin mir das total bewusst. Drei Eisen bedeutet Kessel. Bedeutet erste Bedürfnisse. Sehr cool. Wir haben sowas von Glück. Oh, warte mal. Vielleicht auch nicht. Nee. Schnell weg hier. Siehst du den Pfeil im Kopf? Super. Markiert. Sehr schön. Jetzt. Hier geht es nochmal runter. Ist gut, haben wir es markiert. Aus Versehen. Sehr schön. Also, cool. Wir haben Eisen.
8 Stück. Schmeißen wir direkt in den Backofen. Den haben wir jetzt auch schon. Und das heißt, wir haben Höhlen. Das ist praktisch. Das heißt, als erstes würden wir uns jetzt um die Grundversorgung kümmern, sprich Farm. Mit Weizen und so. Dass wir das wirklich super machen können. Das braucht jetzt für das nämlich. Aber die Kohle. Nehmen wir hier. Oh, wir sind Gewinner. Wir sind Gewinner. Super. Ich bin ein Gewinner. Schön. Wow. Bedeutet, wir müssen dann mal ein bisschen Fackeln haben. Mit dem Rest von hier, von der Kohle. Aber morgen machen wir erst hier draußen so ein paar schöne Felder, denke ich mir. Das macht Sinn. Sehr schön. Schlaf mal. Cool. Ich habe Freude. Gut, mal gucken, was ist hier passiert. 4 Stück haben wir schon. Das heißt, wir können hier... wie geht es schon wieder? Der Eimer geht so. Perfekt. Der erste Eimer. Das heißt, wir haben auch eine Schere. Mit der Schere könnten wir grundsätzlich sagen, können wir jetzt Schafe scheren. Das ist auch okay. Schön. Und somit steht uns unserem Feldanbau nichts mehr im Wege. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es jeweils 4 auf jede Seite. Das wäre dann so, dass wir hier 4 auf jede Seite. Zaun 1, 2, 3, 4. Gehst du mal weg, bitte? 1, 2, 3, 4. Weg. 1, 2, 3, 4. So. Und das ist super. Das ist sogar sehr gut. Wunderbar. Gut, also, dann bräuchten wir hier noch Zäune, würde ich mal sagen. Ne? Wir machen noch ein paar Fences. Die Fence. Genau, das heißt, wir nehmen das hier mit. Wir haben Stickies, haben wir noch. Sehr gut. Gehen wir zum Bastelplatz hier. Zur Workbench. Fahren hier so runter. Sehr schön. 48 Stück. Reicht das? Oder wollen wir noch ein paar machen? Komm, wir machen noch ein paar. Sehr schön. Gut. Also, dann ist es so. Wir machen Fences, weil, ich sehe es jetzt schon kommen, wenn wir hier Gemüse haben, dass die Viechers uns ans Gemüse gehen. Jetzt ist es die Frage. Lass mich noch mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Das passt. Dann machen wir hier noch eins breiter, dass wir einen Weg haben. So. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen wir noch eine Fence Door haben.
So. Die würden wir dann hier dazwischen tun. Ist das richtig? Nee. Ja, hier wächst nochmal. Und dann machen wir es so, wir machen das hier. So. Dann nehmen wir Dirt. Dörte. Sehr schön. Dann Fenster. Wie geht die schon wieder? Jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir denn Fenster? Ah, das ist genau umgekehrt. Hm? Sehr gut. Das heißt, wir machen so. Wir machen es dann so. Zack, zack. Und so. Dark Oakwood Fenster. Perfekt. Gehen wir nochmal raus. Super. Sehr schön. 1, 2, 3. Hier haben wir halt nur 3. Hier haben wir 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann machen wir hier in der Mitte einfach 3 und 3. Dann müsste das Fenster aber... Dann würde ich das eher hier hin tun. Und das hier. So, haben wir die Ho hier? Nee, haben wir abgelegt vorhin. Aber wir haben einen Eimer. Das ist sehr schön. Hier in unserem Teich. Noch einmal. Ja, vielleicht noch einen. Sehr schön. Super. Das läuft wie am Schnürchen. Ja, noch ein. So. Das ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. Perfekt, dann holen wir die Fans. Die Ho. Entschuldigung. Die Verwirrtheit wird nicht weniger. Wo ist die Ho? Hier. Hm? Super, dann haben wir noch von den Seeds. Das ist auch okay. Die 3 nehmen wir in die Hand. Kann ich aus denen jetzt Seeds machen? Nee. Gut. Seeds bekommen wir aber auch draußen auf der Wiese. So ist es ja nicht. So. So, wie viele haben wir? 20, okay. Nee, nee, des Wassers gibt es mehr, habe ich bemerkt. Hm?
So. Da gucken wir mal. Dann. Geht die Sonne wieder unter? Sehr schön. Ich würde mal sagen, das erste Feld sieht gar nicht so schlecht aus. Cool. Und dann geht's hier wieder ab in die Falle. So. Ja, und schon wieder 30 Minuten durch. Ich würde mal sagen, langsam aber sicher kommt es. Wir steigern die Grundversorgung. Das erste Feld ist abgesteckt. Ich muss da mal rausfinden, wie man hier noch diese Wege machen kann. Das würde mich noch interessieren, das weiß ich noch nicht. Dann das mit den Creepers muss ich noch einstellen. Bezüglich der Zerstörung. Aber sonst an sich stellt sich mir nur noch die Frage, wie weiter hier hinten. Aber das dürft ihr mir immer noch in den Chat reinschreiben. Ich denke, wenn diese Folge kommt, wird dann bald mal die nächste Aufnahmesession sein. Somit, ja, hättet ihr immer noch die Gelegenheit, aktiv am Spielverlauf teilzunehmen, was mich natürlich freuen würde. Hier noch ein paar Kerzen. Ah, hier draußen wollte ich auch noch Dings machen. Habe ich noch Fences? Nee, habe ich nicht mehr. Gut, gibt's das nächste Mal. So. Schön. Es nimmt Form an. Meine lieben Leute. Sehr schön. Stehen wir mal hier hin. Warte mal, hier fehlt noch eine Kerze und eine Fackel und hier auch. Schön. Ich habe Freude. Unser erstes Feld. Super. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Minecraft und mir, Kuhnmann. Mir macht das Spaß hier. Tschüss.